Hallöchen, meine lieben Zoo-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo Tropenzoo. Und ja, wir haben heute den Isabelbär. Haben wir heute mit am Start, den habe ich noch nicht gehabt, den habe ich wieder nochmal irgendwann gebaut, sonst was. Dieser kleine Bär hat mich überrascht, kann ich euch schon mal vorweg sagen. Kleine Spoiler an der Stelle. Ja, wie gesagt, ich habe den noch nie gehabt. Das war jetzt eben einmal das Männchen. Das ist jetzt das Weibchen, was wir einmal da sehen. Und genau, ich würde sagen, wir starten auch gleich einmal in Speedbuild mit rein. Ich habe mir wieder eine kleine Insel gezogen und ja, dadurch, dass ich halt immer sehr großzügig baue, habe ich dann festgestellt, oh wei, es ist doch ein bisschen groß. Dazu aber auch mehr ein bisschen später. An der Stelle habe ich gedacht, ich brauche Licht, ich brauche Licht, ich sehe nichts. Wie gesagt, das war die ursprüngliche Form von der Insel. Wie gesagt, ich will da ja so kleine Inseltrüppchen machen für die Gehege und das dann mit den Gräben einfach ausgleichen. Ja, an der Stelle, wenn ihr sowas macht, wenn ihr die Gräben zieht, macht das dann wirklich so, dass ihr die durchsichtige Barriere relativ mittig da setzt, wo ihr das haben wollt, damit die Tiere nicht immer als ausgebrochen gelten, wenn die da mal so ein bisschen ihre Nasenspitze über den Rand schieben. Das ist nämlich ein bisschen nervig und kann auf Dauer stressig werden, weil ihr bekommt immer die Fehlermeldung, das Tier ist ausgebrochen, Tier XY ist ausgebrochen. Ist nicht so schön, nervt irgendwann. Wie gesagt, Brücke drüber gebaut, das funktioniert auch wunderbar. Einfach noch ein paar Steine drüber gesetzt und ja, da war ich gerade noch irgendwas am Überlegen. Ich weiß aber nicht mehr, was ich da überlegen wollte. Ich glaube, da habe ich irgendwas im Chat gelesen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt erstmal die Tierchen an. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie groß die sind. Wahrscheinlich wieder klein. Das ist jetzt das Männchen. Das ist schon das Männchen. Also Yuki ist immer viel zu großzügig mit den, ne? Mit den ganzen hier. Oh nein! Nach dem Motto Plumps, ich mache jetzt gar nichts. Ist das jetzt wieder so diese Streikposition? Ja. Ach, guckt euch aber mal hier diese kleinen Tatzis an. Da. Ja, diese kleinen Tatzis hier. Guckt sie euch an. So viel kleiner ist das Weibchen aber jetzt auch gar nicht. Also sie sehen schon relativ fast gleich groß aus. Der Arme hat ja auch nichts zu tun. Ja, machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Oh Gott. Die gehen so ein bisschen hier unter. Die Guten. Also so bis dahin hätte es auch gereicht. Ach ja. Der Vorteil ist natürlich, falls ich jetzt mal versäumen sollte, dass der Nachwuchs dann doch mal schneller groß ist, dass sie sich gegebenenfalls nicht gleich an die Gurgel springen. Und sie können hier zwar überall hin, aber sie gehen nirgendwo. Zu guter Letzt werden dann noch mal ja der Bereich gecheckt, obwohl sie überall hin können. Sie können überall hin. Wie gesagt, da habe ich mich dann halt ein bisschen verkalkuliert. Ich habe gedacht, dass die einfach größer sind, so wie ich das immer irgendwie mit allen Tieren denke. Und da war dann die spontane Idee aus dem Chat von Twitch, also Stream. Ich stream das ja auch nebenbei immer, dass halt der spontane Vorschlag kam, dass man daraus zwei Inseln macht. Quasi, ja, einmal das so ein bisschen, weil es einfach zu groß ist, da, dass man da nochmal ein Tor hinsetzt. Und dass man das halt dann nochmal quasi halbiert, dass man ja zwei Gehege dann hat. Und die Idee fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich kurz nicht lange überlegt,
kurz nicht lange überlegt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich nicht lange drüber nachgedacht, habe dann in dem Sinne die Barriere wieder aufgebrochen, dass ich dann ein, ja, nicht geschlossenes Gehege hatte und war dann erstmal so ein bisschen am Rumprobieren, wie ich das am besten mache, denn ich wollte es tatsächlich gleichmäßig aufteilen. Das hat alles aber nicht so hingehauen und es ist manchmal auch nicht so einfach, wenn im Chat geschrieben wird, mach das so und so, und man muss dann selber erstmal gucken, wie Leute das meinen. Also ich brauche da manchmal immer so ein bisschen, bis ich das dann verstehe, was die Leute dann von mir möchten, was vorteilhaft ist oder nicht. Auf jeden Fall spart euch diese Mühe mit diesem gleich durch einmal buddeln, zieht einmal mit, ja, so wie ich das mache, jetzt mit dem Farbtool, einfach mal den Kontrast, wie ihr was bauen wollt, und letztendlich haben wir es dann geschaffen bekommen. Und ich habe dann einmal das dann so nachgebaut. Ich habe das dann einmal, ja, den Halbkreis gezogen und dann, ja, let's go. Ihr seht da auch schon diese kleine Stelle, wo das die Barriere noch mit ist. Deswegen ist das so hügelig da. Das ist aber nicht schlimm. Müsst ihr ein bisschen wieder auseinanderziehen und dann ist das wieder weg. Einmal noch alles schnell geglättet und ja, ready gemacht für die eine Insel. Das ist auch mit praktisch, wenn ihr das quasi so macht, denn dadurch habt ihr quasi von der Quadratmeterzahl an den Gehegen mehr Platz, als dass die Tiere eigentlich brauchen. Also was man sieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, es war verständlich. Da hatte ich jetzt so ein kleines Problemchen, das ist irgendwie so komisch in die Wand mit reingegangen. Keine Ahnung, was da los war. Ich habe es einfach komplett neu gesetzt und in dem Sinne habe ich dann, ja, das dann nochmal alles neu gemacht, wirklich dann angefangen zu gestalten, was ich aber nicht auf dem Schirm hatte bei dem Gestalten. Ich habe ja immer geguckt, dass ich das möglichst relativ natürlich mache, dass ich da Felsen reinsetze. Das war auch noch alles in Ordnung und dann habe ich mich gewundert, warum passt das mit der Textur nicht, und ja, die Tiere brauchen wirklich Schnee. Da habe ich irgendwie gepennt. Sie wollten Schnee, aus welchen Gründen auch immer. Also ich habe dann nur gedacht so, ui, das sprengt jetzt aber so wirklich diesen, ich sag mal, dieses klassische Bild von dem Tropenzoo, den ich ja eigentlich bauen wollte, sprengt das jetzt mal komplett. Ich wollte die Bären aber nicht wieder rausnehmen. Also wie gesagt, ich wollte sie einfach von der Gefährdenart her nicht rausnehmen. Deswegen habe ich sie drin gelassen. Sie haben ihr Schneebiom bekommen. Das hatte ich tatsächlich aber nicht auf dem Schirm, dass die Schnee brauchen. Da war ich sehr überrascht und da war ich auch nicht die Einzige, die sich da ein bisschen gewundert hat. Letztendlich habe ich da so ein bisschen mal probiert, mit dem Felstool, also mit diesem Höhe-Unterschied-Tool, da so ein bisschen Felsen zu bauen, zu kreieren. Hat noch nicht so ganz so geklappt, aber wie gesagt, ich bin da auch noch nicht so ganz so streng. Ich finde, das Ergebnis gefällt mir persönlich sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt auch das Ergebnis. Letztendlich habe ich da nur noch ein paar, ja, Spielsachen für die Bären gesetzt, ein bisschen Beschäftigung, ein bisschen Pflanzen überall mit reingesetzt. Und mehr ist gar nicht passiert. Noch ein paar Felsen habe ich mit reingesetzt. Ein kleines, aber feines Gehege, würde ich sagen. Das Einzige, das sieht man gleich noch ein bisschen so im Schwenker, wenn wir einmal durchs Gehege noch gehen, ist, die Kanten sind ein bisschen scharfkantig. Also so das, was ich mit dem Bergtool gemacht habe, das ist so ein bisschen, einfach so bum bum bum, scharfkantig, sage ich jetzt mal. Und das gefällt mir nicht ganz so gut, da hätte ich nochmal drüber glätten können. Aber letztendlich, ich hoffe, ich konnte euch wieder eine kleine Inspiration sein, wie man was baut oder, ja, wie man was gestalten könnte. Links und rechts findest du zwei weitere Videos. Bleib aber noch bitte bis zum Schluss dran, denn da sieht man noch zwei Schwenker plus einmal Nachwuchs von den beiden. Die haben nämlich schon Nachwuchs bekommen und das seht ihr alles im Schwenker. Ich hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao.